Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir kochen heute wieder miteinander. Und es wird heute Lachs-Spaghetti geben. Das ist ein sehr leichtes Gericht. Jetzt gerade im Sommer ist das sehr gut verdaulich und es geht vor allen Dingen schnell und ihr braucht nicht viele Zutaten. Viel Spaß! Ich habe jetzt hier vier Lachsfilets und die schneiden wir erstmal in kleine Würfel oder so mittelgroße Würfel. So, zeitgleich können wir schon mal das Wasser für die Spaghetti aufsetzen. Da kommt dann noch ein Teelöffel Salz dazu und dann kann das schon erstmal anfangen zu kochen. So, der Teelöffel Salz dazu. Und jetzt schalten wir den Herd noch an. So, Deckel drauf. Und dann kann das schon mal kochen. So, wenn ihr den Fisch gut gesäubert habt, dann schneidet ihr den Fisch schön in Würfel. So sieht der Fisch jetzt aus. Und der darf jetzt schön anbraten. Ja. Ich stelle mal die Hitze noch ein bisschen runter, damit die nicht verbrennt. Gut. So, während der Fisch jetzt braten darf, nehmen wir uns die Zwiebel vor. So, wenn die Zwiebel schön klein geschnitten ist, dann können wir die auch mit zu dem Fisch geben. Und was sich auch sehr gut macht, ist, wenn ihr die Zwiebel durch Lauchzwiebeln oder überhaupt Lauch ersetzt. Das schmeckt auch sehr lecker. Das ist auch machbar. So, unser Spaghetti-Wasser kocht jetzt gleich. Ja, das fängt schon an. Und dann machen wir unsere Spaghetti gerade noch rein ins Wasser. Auch schon mal kochen. So, die können jetzt langsam vor sich hin kochen. So, der Fisch ist jetzt auch gut. Und wenn der gut angebraten ist, dann kommt erstmal so eine. Ich habe so einen Becher Frischkäse mit Kräutern. Ich habe da Philadelphia genommen. Das sind 175 Gramm. Aber da geht auch jeder andere Frischkäse mit Kräutern. Und wenn ich euch noch einen Tipp geben darf, wenn diese Lachswürfel braten, nicht allzu oft wenden, weil die fangen dann an und zerfallen. Aber jetzt kommt erstmal unser Frischkäse dazu. Ja. So, jetzt kommt noch unsere Sahne drüber. So. Das verrühren wir jetzt erstmal ganz vorsichtig, dass der Lachs nicht zerfällt. So. Und die Spaghetti werden auch langsam. Können wir jetzt eine Gabel nehmen? Ich drücke die dann immer so ein bisschen rein. Ja, und mache die vor allen Dingen noch mal so ein bisschen locker. Ich hole mir gerade, weil das wird jetzt doch ein bisschen heiß. So. Jetzt verrühren wir das erstmal. Und das gibt eine ganz tolle Soße. Eigentlich ist die Soße schon fast fertig. Aber was fehlt noch? Nämlich die Gewürze. Die machen wir nämlich jetzt dran. So, dann nehme ich erstmal ein bisschen Salz. Ich nehme da so erstmal, ja, sagen wir so, 3/4 Teelöffel. Wenn euch das zu wenig ist, könnt ihr dann immer noch mal nachmachen. Aber ich habe es bei mir auch schon oft erlebt,
dass ich gedacht habe, ach, geht schon. Und dann war es doch zu viel. So, dann nehme ich noch Zitronenpfeffer. Ah, dann nehme ich wirklich, dann nehme ich einen Teelöffel. Weil das ist so erfrischend, fruchtig, scharf. Das passt richtig gut dazu. So, und Zitronenpfeffer passt ja allgemein gut zu Fisch und Geflügel. Könnt ihr Zitronenpfeffer immer einsetzen. Also das ist da wirklich schon gut so. So, und jetzt fehlt noch etwas Entscheidendes fehlt jetzt noch. Und zwar brauche ich noch Dill. Ich nehme diesmal den gefrorenen von Iglo. Aber ihr wisst ja, ich stehe ja immer drauf auf frische Zutaten, auf frische Kräuter. Aber leider ist mir mein Dill, also 2 Jahre in Folge, immer eingegangen und dachte, der wird nichts. Ich weiß nicht warum, aber er wird nichts. Also greife ich jetzt mal auf gefrorenen Dill zu. Ihr könnt ruhig so 2 Teelöffel könnt ihr da nehmen. Ja, jetzt können wir das Ganze noch unterrühren. Und dann ist unsere Soße eigentlich schon fertig. Was darf nicht fehlen? Das Probieren. Die Soße auch gut gewürzt ist. Leute, probiert es aus. Ehrlich. Das ist so lecker. Die Soße ist fertig. Die schmeckt echt super, super lecker. So, und jetzt hier sind die Spaghetti. Da warten wir jetzt drauf, dass die noch gut werden. Und ich lockere die mit der Gabel immer noch mal so ein bisschen auf, damit die nicht so zusammenkleben. Und noch ein Tipp, wenn ihr die Spaghetti abgegossen habt, wenn die fertig sind, und ihr gießt die ab über einem Sieb und die kommen dann wieder in den Topf, dann einfach ein bisschen Olivenöl und auch so vermengen und dann kleben die nämlich nicht zusammen. Die Spaghetti sind jetzt fertig. Die können jetzt auch abgegossen werden. Und jetzt zeige ich euch das mal mit dem Olivenöl. Achso, die Spaghetti wieder hier rein. So, ich nehme dann einfach so ein bisschen Olivenöl. So. Misch das unter mit der Gabel. Und dann kleben nämlich die Spaghetti nach dem Abgießen überhaupt nicht zusammen. So, das reicht schon. So, ihr Lieben, das Essen ist jetzt fertig. Das hat auch nicht so sehr lang gedauert, deswegen ist das Video heute auch nur ein paar Minuten. Also, aber insgesamt habe ich so 1/4 Stunde gebraucht oder so. Also, das dauert nicht lang. Und es schmeckt lecker und es ist eine leichte Küche bei warmen Tagen. So, ich hoffe, euch hat das Kochen mit mir wieder gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal.